Guten Morgen. Es ist eindeutig morgen. Es ist 23 Minuten nach 9 ungefähr. Jetzt 24 ungefähr. Moment. Und wir machen die Klassengeschichte weiter. Und wenn man sich wundern sollte, warum ich denn an einer anderen Stelle stehe, als ich aufgehört habe, das liegt daran, dass ich zwischendurch den Kumpel mal in den Weltraum geschickt habe zu Weltraumkämpfen. Bisschen Erfahrungspunkte gekriegt, hat für ein Level nicht gereicht, aber immerhin. Ein paar Erfahrungspunkte gekriegt. Und ich bin dann wieder zurückgeflogen zu dem Planeten, an dem die Story weitergeht. Ja, ein bisschen das Inventar leer gemacht. Aber kein Level hingekriegt, keine Gespräche geführt. Ansonsten nichts weiter getan. Hab gemerkt, dass die Weltraummissionen, die man hier verpasst kriegt, wirklich nicht leicht sind. Ne, die vorigen, also die für den vorigen Levelbereich, sag ich mal. Hier lang, denke ich. Die waren ganz gut machbar. Aber mit den jetzigen. Da steht dran, es wäre super, wenn man eine Stufe 3 Ausrüstung hätte. Hatte ich. Hatte sogar etwas höhere. Und bin dann trotzdem ziemlich schnell zusammengeschossen worden. Also die schönen Missionen von Anfang, die. Ach, jetzt wird Nahrung pflücken, geil. Die schönen Missionen vom Anfang, die kriegt man wohl nicht mehr so ohne weiteres. Dementsprechend habe ich auch nur zwei geflogen, oder beziehungsweise zwei erfolgreich geflogen, eine nicht erfolgreich. Und habe mir gedacht, nee, komm, wir machen hier ganz normal die Geschichte weiter. Und dann gehe ich jetzt mal dahin, wo der nächste Questpunkt ist. Muss ein bisschen Umweg jetzt, weil ich halt zwischendurch den Planeten verlassen habe. Aber okay, kriegen wir hin. Ne? Ja, und heute geht es ein bisschen früher los. Heute geht es erstmal überhaupt los, das ist schon mal die Sache. Heute am heutigen Sonntag. Ist ja nicht jeden Sonntag so. Heute geht es erstmal überhaupt los. Und ein bisschen früher als sonst am Sonntag. Weil ich auch relativ früh aufgehört habe, den Nachtstream zu spielen. Also den Nachtstream habe ich relativ früh abgebrochen. Und ich muss mal sagen, war es quasi so ein bisschen Rage Quit Gründe oder Frustgründe. Ich habe nämlich das Spiel hingeschmissen, was da gerade aktuell war. Welches System Shock war. Dementsprechend war ich schon ungefähr um 2 Uhr fertig. Nebenbei noch ein paar Gegner hier, ne? Aber das gibt uns halt die Gelegenheit, hier ein bisschen mehr Zeit reinzutun. Und ich, so vom Gefühl her, würde ich fast vermuten, dass wir vielleicht fertig werden heute mit der Geschichte von dem Kumpel hier. Würde zumindest ungefähr in die Länge der Geschichten passen, die ich sonst so spiele. Und auch ungefähr in den Levelbereich. Zumindest glaube ich, dass nicht mehr richtig viel kommt.
Zumindest würde ich gerne den noch die Gefährtenquest von ihr machen. Dazu sollte ich aber wenigstens noch ein, zwei Level höher sein. Denn das ist eingefällt auf Stufe 48. Ah, deine Jedi-Sinne merken mich, registrieren mich wohl nicht, was? Erfahrung, nicht schlecht. Also ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, lohnen sich die Weltraummission doch nicht so dolle. Verglichen mit, ja danke. Verglichen mit dem normalen Kämpfen hier. Ich habe keine Angst. So. Falsche Richtung. Blauer Grat. Das nehmen wir ruhig mal ein paar Gegner mit, aus Erfahrungspunktegründen. Wie viel brauche ich denn? Ungefähr 200.000, etwas mehr. Stufe 49 schon. Manche sind mehrere Stufen höher als ich. Warum schießt ihr weiter? Manche sind mehrere Stufen höher als ich. Und gehen trotzdem relativ schnell in die Knie. Finde Kommissar Jonah Carter. Jetzt wird's haarig. Mach's alle platt. Ich freue mich schon drauf, wieder einen Charakter mit Machtkräften zu haben. Einfach jemanden so rausfeuern. Ah.
Ist einfach ordentlicher so, ne? Keine Gegner? Er steht alleine. Wir reden später, ja? Seht euch nur an. Spaziert hier rein, als würde das alles euch gehören. Kommt ihr, um zu beenden, was sie angefangen haben? Nur zu, tötet mich. Dann revoltieren spätestens bei Sonnenuntergang 1 Million Bürger auf den Straßen. Ich muss euch enttäuschen, aber ich bin nicht hier, um euch zu töten. Wenn ihr kein Blut wollt, warum seid ihr dann hier? Ich bin ein Kopfgeldjäger. Was meint ihr wohl? Ich glaube, ihr seid gieriger, unmoralischer Abschaum, der mich an den Höchstbietenden verkauft. Sicher ans Imperium. Die Leute, für die ihr arbeitet, sind keine Spice-Schmuggler oder Schläger, die schnelles Geld machen wollen. Es sind Despoten. Wenn ihr das tut, müssen sich Milliarden von Leuten den Sith unterwerfen. Bezahlt euch das Imperium genug, um euer Gewissen davon zu reinigen? Besser, sie unterwerfen sich, als dass sie im Kreuzfeuer enden. Ihr seid ein wahrer Gentleman. Danke für das Gespräch. Jetzt weiß ich, dass meine Arbeit doch etwas bewirkt. Schnappt sie euch! Wo seid ihr? Ich sehe nichts. So, jetzt das Schnecken. Was ist das denn hier? Oh. Hätte cool sein können. Ihr habt mich. Schön für euch. Wollt ihr jetzt einen Orden? Ihr und ich, dieser Kampf, der Krieg. Nicht mal ein Wimpernschlag im Gesamtlauf der Dinge. Corellia gibt es schon viel länger als das Möchtegern-Imperium der Sith. Und es wird auch noch lange nach dem Fall der Sith bestehen. Ich war auf Taris, Kommissar. Das Imperium weiß, wie man einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Sie würden nicht so weit gehen. Oder doch? Wollt ihr dieses Risiko wirklich eingehen? Schlaft eine Nacht darüber. Tormen, der Kommissar wurde gefasst. Gut. Unsere Truppen haben die korallianische Legislatur eingenommen. Bringt Kommissar Carter zur Großversammlung. Eure Belohnung wartet schon. Gut. Gut, gut. Achso, wo müssen wir hin? Erstmal hierhin, würde ich sagen. Ne? Sowieso mehr oder minder der einzige Punkt, der sich hier anbietet. Mhm.
Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Wird schon. So, wo geht's denn hin, hä? Mal sehen. Mal sehen, wie wir hinkommen. Okay, mal gucken, ob wir hier irgendwie durchkommen. Das sieht ja so ein bisschen so aus, ne? Hallo, Varek. Oder? Varek. Mittlerweile nähert sich das Story-Ende. Ja, das ist jetzt quasi zwar slightly gespoilert, aber ich hab's schon geahnt. Ich hab's geahnt, weil das ungefähr die gleiche Länge jetzt hat, wie die anderen Stories gespielt habe und ich ungefähr im gleichen Levelbereich bin. Ne? Dementsprechend war das jetzt nicht so schlimm. Aber selbst wenn ich heute das durchkriegen sollte, es gibt noch eine Story, die ich auf jeden Fall noch spielen möchte, wenn das denn mir erlaubt wird. Nämlich die Gefährtengeschichte von Marco. Kopfgeldjägerphase. Anhand des Planeten und des Levels, ja genau. Es ist ungefähr, also der erste Charakter, mit dem ich die Story zu Ende gespielt habe, der war Level 60 zu dem Zeitpunkt. Aber mit dem habe ich auch echt viel mitgenommen. Also auch ganz viele normale Nebenquests, diese Standardquests und Planetenhandlungsbögen und was weiß ich alles mitgemacht. Und sogar irgendwie zwei, dreimal mit irgendwelchen Leuten in Flashpoints gewesen, ne? Deshalb war das Level 60 zu dem Zeitpunkt. Na, die anderen Charaktere, die sind, naja, auch ungefähr so in diesem Levelbereich. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es auch meistens hier Corellia war, wo ich mich zuletzt aufgehalten habe. Bereitet den Kommissar auf die Kapitulation vor. Mein Lord! Euer Erfolg wurde zur Kenntnis genommen. Mhm. Habt ihr sonst noch jemanden, der zu dieser Versammlung kommen soll? Eure Arbeit ist getan. Vorerst. Genießt die Früchte eurer Arbeit. Seht zu, wie diese Rebellen das Todesurteil unserer Feinde unterzeichnen. Ruft mich einfach, wenn ihr etwas braucht. Geht nicht zu weit weg. Darth Tormund wünscht eure sofortige Anwesenheit. Hier entlang, bitte. Der fragt gar nicht, ob ich einverstanden bin. Ich glaube, das kommt ihm auch wirklich gar nicht in den Sinn. Eine große republikanische Flotte ist in das System eingedrungen. Darunter befindet sich auch die Founder, das persönliche Flaggschiff vom obersten Kanzler Janarus. Die Verstärkungstruppen versuchen sich bei den Grünen Gärten zu sammeln. Ihr wisst, wer sie anführt. Serus wurde entdeckt? Er ist ein herausragender Anführer. Yun Serus will die Grünen Jedi von Coronet City aus der Enklave locken
und von einem Angriff überzeugen. Wenn ihre Truppen sich gesammelt haben, wird die Republik eine letzte Offensive versuchen. Bis dahin müsste eure Rache vollendet sein. Ja. Ich werde nur einen kurzen Besuch abstatten. Schaltet Serus aus. Leise. Niemand darf von seinem Tod erfahren. Bringt mir seine persönlichen Sachen. So, so. Oh, oh, oh. Neue Rüstung. Dankeschön. An den hatte ich gar nicht mehr so richtig gedacht. Ehrlich gesagt. Guten Morgen, Slugmais Klubben. Also an den Typen hatte ich tatsächlich gar nicht mehr gedacht. Oh, das ist aber... wo ist denn mein Charakter überhaupt? Hier. Warte. Komm. So, ja. Also, mal sehen, ne? Die Sache ist jetzt natürlich die, ich habe jetzt quasi eine, naja, ein Fehler ist das falsche Wort. Durch mehr oder minder Unwissenheit habe ich mir eine Möglichkeit genommen. Und zwar ist es ja so, dass es hier diese Klassen oder diese Vermächtniskräfte gibt. Die kommen, glaube ich, immer, wenn man eine Klassenquest, eine Klassengeschichte vollständig abschließt. Wenn ich diesen Heldenmoment hier benutze, nee, hier, diesen Heldenmoment, wo haben wir da, hier, benutze, dann bin ich erstens ganz grundsätzlich gebufft und zweitens habe ich den Zugriff auf diese ganz speziellen Vermächtniskräfte. Also bestimmte Kräfte, die anderen Mitglieder meines Vermächtnisses mir quasi hinterlassen haben. Hier langt wahrscheinlich was. Und jetzt habe ich mehr oder minder aus Versehen mit dem Charakter hier das gleiche Skillset benutzt wie mit dem Charakter zuvor. Was wohl jetzt seit einiger Zeit geht. Dass man, sagen wir mal, zumindest ähnliche Skills benutzen kann. Ich glaube nicht, dass ich als Söldner quasi Machtkräfte standardmäßig benutzen kann oder als Kopfgeldjäger. Aber ähnliche, ne? Ich habe jetzt quasi das vom Schmuggler, das Skillset benutzt. Und das heißt jetzt vermutlich, dass ich keine weitere neue Fähigkeit zu den Vermächtniskräften dazu kriege. Würde ich jetzt mal vermuten. Naja. Ist jetzt nicht so dramatisch, aber ist mir so eingefallen. Ich werde dann auch dafür sorgen, dass ich bei dem letzten Charakter, beim Jedi-Ritter, auch tatsächlich was nehme. Also ein irgendwie, da kann man ziemlich schnell bei der Charaktererstellung schon ein bisschen was machen. Dass ich da was nehme, was ein Skillset, was auch passend ist zum Jedi-Ritter. Oh, Stufe 50. Verstehe. Na toll. Hey! Oh. Der konnte das jetzt nur deshalb machen, weil er Marco sozusagen deaktiviert hat. Meine Güte. Schnell geht es natürlich nicht wieder. Stufe 50. Tja, theoretisch bin ich unterlevelt, ne? Ich versuch's trotzdem. Warte. Ah, na toll. Hat beide reingeholt. Verdammte Kiste! Lass mich in Ruhe.
Nimm dir Marco. Und nicht mich. Gut. Hat es weniger Erfahrung gebracht, als ich dachte. Er war immerhin Stufe 50. Naja, okay. Aber ich sollte mich wohl langsam mal ein bisschen durchkämpfen hier, ne? Mein Heldenmoment hebe ich auf für den großen Kampf, ne, sozusagen. Ich bin nicht nur zur Zierde da. Gebiet der grünen Jedi. Warum grün? Jedi-Verteidiger. Mal sehen. Warum grün? Also, hier hat man es gerade wieder ganz deutlich gesehen. Wenn Marco aus dem Spiel genommen ist oder gerade torkelt oder sowas, dann habe ich echt schlechte Karten. Psycho, hallo. Einen schönen Sonntag und auch den Chat. Jawohl, danke schön. Dir auch. So, warte, wie komme ich da hin? Mal sehen, ich gehe mal da lang. Schüler. Mann! Das Schnecken. Zur Hölle komme ich dahin? Da auf der Karte könnte es sein, dass es da nach rechts geht. Mal sehen.
Bollwerk der grünen Jedi, ja? Ärger im Anmarsch. Na, schauen wir mal. Scheint hier richtig zu sein. Tarnsoldatenkommandant, ja. Auch ein Tarnsoldat sozusagen. Möp. Tja, erfordert schwere Rüstung. Kopfgeldjägerphase. Na. Bollwerk. Ach komm, Mann. So, finde Meister Jun Seros. Oh, hallo. Schlachtenkämpfer? Mhm. Novize. Aha. Okay. Den Bonus nehmen wir auf jeden Fall mit. Alles Novizen. Mhm. Und ein stärkerer da hinten. Mhm.
Das ist ja die Gelegenheit. Tatsächlich die Gelegenheit, mal diesen Skill hier zu benutzen. Ne? Entgehen. Wenn Marco nicht den Tank macht, muss ich dafür sorgen, dass ich nicht getroffen werde. Streiter. Ah, der hat das tatsächlich gemerkt. Die Novizen, die können fast gar nichts. Macht wieder Dinge noch 4. Ja. Begabter. Aha, aha. Die merken gar nichts. Die merken gar nichts, dass er aufhört zu reden. Die sind so vertieft. Was ist das hier? Ein Begabter, auch ein Begabter. Der schwebt. Hexerei. Warte. Leider kann ich den noch nicht. Leider kann ich noch nicht heilen. Aus Gründen. Jetzt aber, ne? So. Schnell. Ein Eindringling. Geht. Tut, was ihr könnt, um Corellia zu befreien. Das hier ist eine Privatangelegenheit. In diese Sache wollt ihr nicht verwickelt werden. Seid ihr sicher, Jun? Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht, wie ihr wünscht. Möge die Macht mit euch sein. Ihr seid hartnäckig, dickköpfig. Vermutlich macht ihr eure Arbeit deswegen so gut. Aber zu einem hohen Preis. Was hat euch euer Stolz bereits gekostet? War es das wert?
Ich bin, was ich tue. Was ihr tut, ist Leben ruinieren, um Profit daraus zu schlagen. Nichts, was ich getan habe, hat daran etwas geändert. Ihr habt entschieden, Kellyan Charor zu töten. Genau wie ihr entschieden habt, jeden zu töten, der kam, um Gerechtigkeit über euch walten zu lassen. Ihr hättet euch jederzeit ergeben können. Ihr habt euch für Terror und Mord entschieden. Ich habe der sinnlosen Zerstörung nur einen gerechten Zweck gegeben. Meine Verbündeten töten und uns durch den Dreck ziehen? Wirklich sehr edel von euch. Sie hatten die Wahl, genau wie ihr. Wenn ich mir die Hände schmutzig gemacht habe, indem ich durch euch das wahre Gesicht der Sith enthüllt habe, dann sei es drum. Es wird Zeit, dass ihr für eure Verbrechen bezahlt. Ihr könnt wohl Gedanken lesen. Heldenmoment. Nimm das. Schön. Danke, Vermächtniskräfte. Ne, das sind halt 6 Stück. 6 Vermächtniskräfte von den 6 Klassen-Stories, die ich schon durchgespielt habe. Ich werde es also doch nicht sein. Wessen Stolz hat denn jetzt zu Unheil geführt? Kostet eure Rache nur aus. Das ist kein großer Sieg. Ihr habt mir nichts genommen. Trotz meiner Niederlage habe ich all eure Taten übertroffen. Wenn ich nun sterbe, werde ich eins sein mit der Macht. Ich dachte, die Jedi sollten über allem stehen. Warum musstet ihr etwas Persönliches daraus machen? Wenn ihr glaubt, dass ihr euch von dem Unheil distanzieren könnt, das ihr anrichtet, lügt ihr euch selbst etwas vor. Ihr seid kein Werkzeug ohne Verstand. Ihr tragt selbst die Verantwortung für eure Taten. Früher oder später werden euch diese Taten einholen. Looten! Ich kann nichts looten. Na gut. Ich kehre zur Großversammlung zurück. Okay. Wahrscheinlich am besten mal hier hin. Schnell reisen, ne? Oder? Vielleicht auch hier. Naja, man spielt hier tatsächlich so ein bisschen so ein, ich sag mal, Kardas, Dankeschön fürs Folgen. Man spielt hier tatsächlich so ein bisschen so ein, naja, moralisch zweifelhaften Charakter, wenn man mal ehrlich ist, ne? Bei den Jedi, bin ich überhaupt richtig? Bei den Jedi und bei anderen, den Sith zum Beispiel, kann man relativ klar erkennen, ob die zu den Guten gehören oder nicht. Ich habe keine Angst. Ja.
Wenn man mal ein bisschen ehrlich ist, spielt man hier, also der Charakter, den man hier spielt, ist eigentlich kein guter. Ne? Ist kein wirklich guter. Es ist tatsächlich ein Auftragskiller. So sehr man das vielleicht sich auch anders darstellen möchte. Ne? Kann ich hier auch andersrum raus? Nein. Oder? Nee, ne? Nee. Verdammte Kiste, wie komme ich jetzt da hin? Wie komme ich denn jetzt da hin? Hm? Hier lang vielleicht? Ich versuch's mal. Ne, also, ein Kopfgeldjäger ist nicht unbedingt Ausbund an moralischer Integrität, ne? Wenn man ehrlich ist. Ja, das ist richtig, glaube ich. Da kann man einen interessanten Charakter draus machen. Einen, der nicht überall alles umbringt, was sich nur bewegt und nicht alle Kinder elternlos macht und sowas, ne? Aber letztendlich ist er schon ein ziemlich eigennütziger Gesell, ne? Mit wandelbarer Moral. Wackeliger, vielleicht eher. Was ist denn hier? Ich bin nicht nur zur Zierde da. Jedi-Stoßtrupp. Während wir hier unterwegs waren, ja? Sind das etwa die da eben an dem Kampf nicht teilgenommen haben? Finde Darth Tormund. Da vorne. Erbärmlich. Ich habe Serus nicht gesehen. Wart ihr erfolgreich? Ja. Mach ich wohl. Hier sind seine Sachen, wie befohlen. Gut. Nur Jedi können eine so zerbrechliche Person Kampfmeister nennen. Ist Kampfmeister eine Art Titel? Vor unserer Rückkehr hat Yun Serus alle Jedi die Kunst des Konflikts gelehrt. Sein Tod ist ein vernichtender Schlag für den Orden der Jedi. Und ohne Yun Serus an seiner Seite ist der oberste Kanzler ungeschützt. Der Sieg ist nahe. Na los, weiter im Text. Es ist mit dem Bioscan von Yun Serus verschlüsselt. Sobald die Verschlüsselung geknackt ist, werden wir den wahren Wert der Daten kennen. Ihr wisst mehr, als ihr preisgebt. Yun Serus kam auf der Founder hierher. Er kannte ihre Sicherheitsprotokolle, Landungscodes, sogar den Reiseplan des obersten Kanzlers. Meine Untergebenen werden die relevanten Daten an euer Schiff übertragen, wenn sie ausgewertet sind. Bis dahin könnt ihr euch bei Darth Decimus nützlich machen. Die Schlacht um Corellia ist noch nicht entschieden. Okay. Okay.
Hätte beinahe noch ein Ding ins gebracht. Hier noch ein Level, ne? Benutzt das Holoterminal deines Schiffes. Das können wir wohl tun. Denke ich mal. Mit Leuten reden können wir auch. Das wird vielleicht sogar ein Level bringen. Aber was ist los, Ich steige hier aus. Kapiert? Okay. Genau das wollte ich schon lange hören. Witzbold, ich habe endlich diesen schleimigen Hutten gefunden. Der hat mich vor Jahren verschaukelt und lebt jetzt wie die Made im Speck. Aber jetzt kriegt er sein Fett. Falls du noch einen Blaster gebrauchen kannst, komme ich gern mit. Er schuldet mir eine Menge Blut. Und das werde ich ihm langsam abzapfen. Diesmal lasse ich mich nicht hetzen. Versucht am Leben zu bleiben. Ich brauche was zu tun, wenn ich wiederkomme. Du bist wieder da. Na klar. So ein Haufen Huttenpenner kann mich nicht aufhalten. Ich wäre schon früher zurück gewesen. Aber der Schleimer und ich hatten einiges zu besprechen. Du hast dich gut amüsiert, was? Der hat sich nur noch gewünscht, er hätte statt all der Jahre einen schnellen Tod gehabt. Na okay. Level up. Und zwei neue Skills. Jetzt noch um die Zeit, geil. Toxischer Schlag. 97 Waffenschaden lässt das Ziel nächsten 10 Sekunden weitere 97 Waffenschaden erleiden. Wann immer es durch einen deiner Gifteffekte Schaden nimmt. Okay, und? Schildsünde. Ah ja, okay. Schutz sozusagen, ne? Passt ganz gut an diese Stellen, so. Okay. Moment mal, warum habe ich hier zwei Dinge? Missionskonsole. Holoterminal, Profis am Werk. Gleich mal gucken. Warte mal, ich wollte doch eigentlich mit Leuten reden. Was ist denn hier los? Ich wollte doch eigentlich mit Leuten reden. Was ist das denn? Epilog zu Kapitel 3. Die Illum-Front. Ach so. Sag mal, hab ich jetzt etwa die Story durch? Hab ich Kapitel 3 durch? Das wäre ja interessant. Die Jedi sind am Ende. Die Streitkräfte der Republik zerschlagen. Wir müssen jetzt handeln. Verlasst Corellia. Begebt euch zur Founder, dem Flaggschiff des obersten Kanzlers. Sofort! Ihr habt die Landungscodes der Founder. Also hat die Flotte der Republik kaum einen Grund, auf euch zu feuern. Glaubt ihr im Ernst, sie lassen mich geradewegs zum obersten Kanzler vor? Die Republik wird mit einem Täuschungsversuch rechnen. Es muss überzeugend wirken. Captain Horn hat ein Notrufsignal mit einer republikanischen Verschlüsselung vorbereitet. Unsere Schiffe werden euch verfolgen, wenn ihr den Raumhafen verlasst. Die Republik wird euch an Bord lassen. Denn sonst müssten sie riskieren, dass ihre eigenen Leute sterben. Wir geben ihnen nicht genug Zeit, um Verdacht zu schöpfen. Ich hatte schon befürchtet, ihr macht es mir zu leicht. Zögert nicht, eure Verfolger zu vernichten, wenn sie euch Schwierigkeiten machen. Ihr werdet die Founder erreichen, egal wie. Wenn ihr an Bord seid, müsst ihr zuerst alle Schiffe in den Hangars zerstören, damit der oberste Kanzler auf keinen Fall fliehen kann. Verraten Seros Daten, was dort alles andockt? Überlasst nichts dem Zufall. Zerstört alles, was euch flugfähig erscheint. Wenn ihr den Fluchtweg zerstört habt, steht nur noch die oberste Garde zwischen euch und eurer Beute. Apropos Fluchtweg. Wie soll ich denn der Flotte entkommen, wenn mein Auftrag erledigt ist? Wenn ihr uns euren Erfolg meldet, führt die Tyran einen Angriff an, der euch Deckung gibt. Das Schicksal des obersten Kanzlers ist besiegelt.
Aufgaben. Reise zur Orbitalstation von Corellia. Sag mal, hab ich etwa die Klassenstory jetzt durch? Von wegen hier? Epilog und so weiter? Weil das ist, klingt ja eigentlich noch schon recht aufwendig hier, ne? Ich schau mal kurz. Außerdem haben wir ja auf jeden Fall, selbst wenn es so wäre, würde ich jetzt noch nicht mit dem aufhören. Mit dem Charakter, denn wir müssen zumindest noch die Gefährtenquest von Marco spielen, ne? So, warte. Gucken wir mal eben. Ob das als abgeschlossen gilt. Tut es nicht. Alles klar. Sonst würde das jetzt hier leuchten an der Stelle. Ne? So, die anderen haben wir alle. Die leuchten alle, das heißt, die sind alle erledigt. Und da aber noch nicht. Alles klar. Ich wollte es nur wissen. Aber das sah gerade so merkwürdig aus, als ob, ne? So, und das hier nehme ich mal raus, damit es nicht nervt. Machen wir mal die Gefährtenquest erstmal. Interessant, da steht jetzt Stufe 48. Vorher stand da Stufe 50, glaube ich. Infiltrieren SED-Unterschlupf, nicht Unterkunft. Auf Nar Shaddaa. Also Marco, ich würde mal sagen, wir gucken jetzt mal, was es mit deiner Herkunft auf sich hat. Das wollte ich nämlich auf jeden Fall noch machen. Das fand ich nämlich echt spannend. Das machen wir mal vor dem eigentlichen Klassenstory-Finale. So. Warte mal. Ach so, nee, schon gut. Und Snowstorm, hallo. Habe ich ja schon Hallo gesagt? Ich glaube noch nicht. Hallo, Snowstorm. Gerade geistig so ein bisschen abgelenkt. Wie auch sonst als geistig, ne? Den SID-Unterschlupf, ja, mal sehen. Vielleicht mal einfach noch ein bisschen Gelumpe verkaufen. Hm? Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Schön. Diesmal aber viel auf Nar Shaddaa zu tun. So. Okay. Aha. Auf der Ebene hier. Scheint so, oder? Kopfgeldjäger auswählen. Du hast nichts für mich, oder?
Wenn ihr der Beste sein wollt, müsst ihr wissen, wie. Nein. Kommt wieder. Vielleicht lernt ihr was. Hm. So. Dann infiltrieren wir mal. Die Leute in dieser fernen, in der Galaxie fern von hier, halten nicht viel von Türen. Und von Privatsphäre. Die haben alle immer nur offene Türen. Mhm. Mal von Fahrstühlen und so abgesehen. Dinge passieren. Hey, Schwesterchen. Lange nicht gesehen, hm? Marco? Was machst du hier? Wie hast du mich gefunden? Ich habe einige unserer Schwestern getroffen. Es war richtig schön. Herzerwärmend, könnte man sagen. Diese Sache. Ich weiß, ich hätte dich warnen sollen. Hm. Die ist vermutlich bloß entfallen, dass du ein Vierling oder was auch immer bist. Könnte jedem passieren. Das muss man erst einmal verkraften. Ich wollte dich nicht überfordern. Projekt 32 will mir eine Falle stellen, Marco. Die anderen steckten mit drin. Hilf mir, diesen Computer zu hacken. Wenn ich meine Daten löschen kann, werde ich einfach verschwinden. Niemand wird verletzt. Bitte. Ich habe ein Wort für dich, Coral. Bantamist. Du hast mich benutzt. Du wolltest, dass Isaac stirbt. Du wolltest, dass die anderen Mädchen sterben. Hör auf, so zu tun, als wärst du hier das Opfer. Hm. Dabei hat sie sich solche Mühe gegeben. Ja, zum Schreien. Ich mach mir gleich vor Lachen in die Hose. Also, Coral, hast du noch was zu sagen, bevor ich Isaac dabei zusehe, wie er deinen armseligen Hintern hier rauskarrt? Dann habe ich dich eben reingelegt. Na und? Du bist unwichtig. Genau wie die anderen. Ihr seid ja nicht einmal echte Menschen. Ich bin echt. Denkt ihr etwa, ich wollte eine von vielen sein? Würdet ihr das wollen? Ich bin nicht wie der Rest von euch. Ich bin einzigartig. Du bist nicht mal eine Person. Mhm. Und da. Hier geblieben. Sie ist nicht mal eine echter Mensch. Das spielt keine Rolle. Nichts von dem, was du tust, spielt eine Rolle. Selbst wenn ich hier sterbe, wirst du nicht echt sein. Du bist nur eine billige Kopie, Marco. Sie jammert ganz schön viel für jemanden, der gerade auf ganzer Linie fertig gemacht wurde, oder? Hm. Was willst du mit ihr machen? Der SID kann sie haben. Meinetwegen soll sie verrotten. Marco, bist du das? Wie hast... Nein, das ist eine dumme Frage. Wir übernehmen Coral jetzt. Ich denke, wir sollten dir danken. Geht es dir gut? Ich weiß nicht, was ihr mit ihr vorhabt, aber ich habe das Gefühl, sie verdient es. Dieses Zeug, was sie gesagt hat, von wegen ich sei eine Kopie. Was meint ihr, sollte das bedeuten? Hm. Du lässt dich doch davon nicht beeindrucken, oder? Ich weiß nicht. Ich komme mir gerade ziemlich surreal vor. Wir brechen auf. Marco, wir werden später reden müssen. Was heißt denn später? Lass uns von hier verschwinden, ja? Ich möchte so weit wie möglich weg von hier. Hm. Einflussgewinn 1. Tja, interessant. Könnt mir denken, dass es damit noch nicht zu Ende ist. Theoretisch, hm? Nun. Okay. Warte. Aufgabe ist gar keine Aufgabe. Das heißt, wir können auch ganz regulär weitermachen, ne? Reise zur Orbitalstation von Corellia. Also es ist so, ich würde ja, wie gesagt, gerne die Gefährtenquest fertig machen. Ich möchte aber jetzt auch nicht warten, bis ich unter Umständen... Geht das so? Scheinbar.
So geht das also, okay. Bis sich unter Umständen wieder die nächste Gelegenheit ergibt, diese Geschichte ein bisschen voranzutreiben. Ne? Warte mal kurz. Ganz kurz gucken, ob sie auf dem Schiff reden will. Sieht so aus. Schön für dich. Hey, ich habe mich im Holonetz umgeschaut und die Zeit vergessen. Wo sind denn alle? Es ist so ruhig. Ich dachte für einen Moment, ich wäre auf dem falschen Schiff. Das klingt perfekt, oder? Da könntet ihr recht haben. Na los, gebt es zu. Ihr habt sie aus der Luftschleuse befördert. Das ist okay. Ich werde nicht darüber urteilen. Zumindest nicht dieses Mal. Einfluss gewinnen. So, aber es gibt doch eigentlich noch was zum Thema Marco zu sagen, ne? Wisst ihr was? Ihr seid in Ordnung. Ich schätze, es könnte schlimmer sein. Hey, von mir gibt's kein größeres Lob. Als Brayden das erste Mal von euch sprach, wusste ich nicht, was ich zu erwarten hatte. Aber was auch immer es war, ihr seid besser. Was ich sagen will, ihr seid großartig. Und wenn ihr euch im gleichen Sektor verlaufen hättet, würde ich euch auf jeden Fall den Weg zeigen. Dankeschön. Ja, klar, ne? Und wenn jemand ein Kopfgeld auf dich aussetzt, würde ich ihn erschießen. Ihr würdet es nicht zuerst kassieren? Das ist wirklich süß von euch. Egal, ihr versteht, was ich meine. Gehen wir zurück an die Arbeit. Das, ja, schön. Also, ja, sieht momentan nicht so aus, als wenn da gerade jetzt hier... Als wenn da jetzt gerade hier irgendwie diese Gefährtengeschichte weiter fortgesetzt werden könnte. Dann gucken wir mal. Also, was ich damit sagen will, ist, ich würde die ja schon gerne weiterführen, wenn es denn eine Weiterführung gibt. Und wenn das nicht offen gelassen wird. Aber wenn das bedeuten müsste, keine Ahnung, weitere 3 Stunden warten zu müssen, bis sich wieder was ergibt, oder weitere 3 Level warten zu müssen, bis ich Level 50 bin, bis sich da was ergibt. Dann nee, danke. So, hacke. Hacke die Hangar-Sicherheits... Dinge, ne? Und da. Also hier, bei manchen weiß man nicht, welche Reihenfolge man die bekämpfen soll. Er guckt ganz gemütlich zu. Ihm ist das alles gleich. Besiege den Captain und die Crew. So, steuere die Firewing zur Founder. Okay. Firewing, ja. Wie komme ich rein? Wie komme ich rein? Niemand weiß es. Oh. So. Gut. Kein Tor anzuklicken, sondern das gesamte Schiff.
So, der Auftrag ist also den Kanzler letztendlich zu töten oder gefangen zu nehmen. Hm? Sprengladung platzieren. Wir werden hier alles kaputt machen. Alles abmackeln. Toxic wird ihn wohl nicht. Kann sogar noch hier ein bisschen plündern. 400. Wahnsinn. Der Kanzler wird auf jeden Fall schon mal nicht abhauen. Dafür sorgen wir schon. Die Republik wird entkanzlert. Jetzt wird's haarig. Geil. Also irgendwie macht dieser Teil jetzt hier voll Spaß. So, eine Sprengladung. Sprengladung. Den Kumpel holen wir uns auch, würde ich sagen. Ärger im Anmarsch.
Ich sorge mal hier mal für Ordnung, würde ich sagen, ne? Der da auch. Mal respawnen die ganze Zeit wieder? Sieht fast so aus, dann muss ich mir natürlich nicht immer alle geben, wenn die alle respawnen hier, ne? Oder ist vielleicht gucke ich auch nicht richtig, das kann auch sein. Das Schiff fliegt nichts. Aber ich glaube, zurückgeschubst ist lästig. So, die letzte Fähre. Aber die Streitkräfte müssen wir natürlich noch besiegen. Das gilt aber nicht als republikanische Gruppe hier. Möp. Also so cool das ist, dass Marco die Gegner ranziehen kann. So blöd ist es auch manchmal, dass es mir die Gegner quasi vor der Nase wegschnappt. Mach mal so, damit ich hier noch ein bisschen unterscheiden kann. So, bevor ich das mache, muss ich noch drei Gegner weghauen. Für den Bonus. Da. Ihr seid meine Bonusgegner. Ein Versorgungsoffizier war das gerade eben. Könnt ihr denken, dass es auch Entsorgungsoffiziere gibt, vor allem im Imperium.
Was denn? Achso. So. Platziere Sprengladung, machen wir. Vielleicht hat das gar nicht gestimmt mit dem Respawn der Gegner. Das sah im ersten Moment so aus. Okay. Begib dich an einen sicheren Ort. Okay. Erschreckte Angestellte, also so. Benutze den Zünder. Was ich mir übrigens denken könnte, ne? Nichts verraten, wer es weiß, weil die Geschichte ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt. Aber was ich mir denken könnte, ohne weiteres, wäre, dass uns der Darth sowieso, dessen Namen ich vergessen habe, noch in den Rücken fällt, dass er uns unserem Schicksal überlässt, wenn das Ding hier in die Luft fliegt. Weil wir unseren Zweck ja erfüllt haben. Würde mich überhaupt nicht wundern. Also gar nicht, ne? Oh, gibt's hier auch noch einen Bonus? Hm? Scheinbar nicht. Nur normale Erfahrungspunkte. Oder einfach so tut, als wenn er uns nicht kennt. Hm? Dummdi-dumm. Ihr macht das schon, ne? Obwohl andererseits solltet ihr wahrscheinlich schon bekämpfen. Womöglich muss ich ja später fliehen, ne? Später fliehen und dann stehen die mir vielleicht im Wege rum. Angestellten, die... Da sehe ich nicht, dass ich die angreife. Möp. Weiß nicht, ob das Ding hinterher in die Luft fliegt. Das ganze Schiff. Dann wäre es egal, aber trotzdem. Oh, hallo. Ja.
nur ein bisschen konzentrieren. Jo, hat schon geklappt. Ist hier noch was Spannendes? Ich schätze mal, da kommen wir später lang. Die Typen gucken in die falsche Richtung. Kapseln manipulieren. Na gut, falsche Richtung. Ich hätte auch da lang kommen können, so gesehen. Tür ist verschlossen. Das heißt, erst da hinten aufmachen. Wo sind die denn hin? Die Kumpels? Ist das jetzt vielleicht gerade ein kleiner Bug? Könnte sein, was? Kleiner Bug. Die Tür ist verschlossen. Marco kann durchgehen, ich nicht. Ist das hier jetzt ein kleiner Bug? Sonst steht da normalerweise etwas wie finde eine Möglichkeit, die Konsole zu oder hier das Dingens zu öffnen. Ich lock mich mal aus und wieder ein. Und womöglich muss ich jetzt aber den ganzen Quatsch nochmal machen, fällt mir gerade ein. Das wäre ja richtig gut. Okay, die Tür ist verschlossen. Sicherheitsstation, tja. Aha! Eben gerade ist er noch rangegangen, um drauf rumzutippen. Geht's jetzt? Fragezeichen? Nein. Hä? Sag nicht, dass das jetzt verbuggt ist und ich nicht weiterkomme. Das wäre jetzt aber irgendwie bedauerlich. Finde den Kanzler, aber die Tür ist zu. Und ich krieg... Ich kriege keinen Hinweis darauf, wie ich es aufmachen soll.
Muss ich da Onkel Google nachfragen? Ich laufe noch mal ein Stück zurück. Besiege die oberste... Was ist das denn hier? Jetzt kommen hier Quest-Informationen durch, die schon längst durch sein sollten. Was soll der ganze Quatsch hier? Ich glaube mal bis zum Anfang zurück. Das ist mein Schiff. Besiege die oberste Garde. Okay, das zählt wohl noch dazu, hm? Das war jetzt aber... Wirklich mal bis zum Anfang. Sind hier noch Gegner? Es gibt hier immer noch Türen, die noch nicht offen waren. Und dann Titzdruide. Na gut, okay. Melden Sie Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Miep, miep, miep. So. Und hier gekommen. Muss ich noch mal nach unten? Der Hangar wurde zerstört. Das ist jetzt aber wirklich alles ein bisschen sehr merkwürdig, oder? Na gut. Ein bisschen verbuggt die Geschichte hier. Mal gucken, ob es jetzt weitergeht. Mal sehen. Nur mal gucken, niemand hier. Aufgabe ist, besiege die oberste Garde. Hm. Mal sehen. Hoffentlich ist die auch wirklich da. Da sind immerhin Gegner. Jawohl, schön. Prima. Ach, ich bin ja auch ein Witzbold, oder? Ich bin hier lang gelaufen und... Naja, okay. Die Tür war zu die ganze Zeit. Ich bin schon ein Witzbold. Merkwürdig war das trotzdem. Vor allem die Sache mit dem Hangar. Ah. Schön. Bin ich froh, dass ich nur nicht richtig geguckt habe. Jetzt geht's wahrscheinlich auf hier, oder? Gut, dann habe ich nur nicht richtig geguckt. Okay.
Oberster Kanzler. So viele Leute wollen ihr Leben für mich geben. Es hätte niemals dazu kommen dürfen. Es gibt da etwas, das ich euch sagen möchte, ehe ihr das tut, weswegen ihr gekommen seid. Mhm. Ich bekomme nicht jeden Tag die Chance, mit dem Anführer der Freien Galaxis zu plaudern. Ich würde euch einen Stuhl anbieten, aber ich mache mir lieber nichts vor. Ich habe die Berichte im Zusammenhang mit eurer geplanten Festnahme gelesen. Sie waren grässlich. Ein gewaltiger Machtmissbrauch. Ich dulde euer Handeln nicht, aber ich kann es verstehen. Ihr habt eure Arbeit getan. Yun hat daraus etwas Persönliches gemacht. Mhm. Yun hat seine Schulden bei mir in Blut beglichen. Ich hoffe, ihr macht nicht den gleichen Fehler. Genau darüber wollte ich mit euch sprechen. Ich habe die wahren Details über eure und Yuns Taten bereits für die Öffentlichkeit freigegeben. Die Konsequenzen werden verheerend sein. Ganz gleich, wie unser Treffen endet. Ich werde des Amtes enthoben werden. Es war sicher nicht einfach für euch, die Wahrheit offenzulegen, obwohl euch das eure Karriere kostet. Yun hatte kein Recht, die Öffentlichkeit zu täuschen. Genauso wenig wie ich. Das Volk muss seinen Anführern glauben können. Die falschen Anschuldigungen werden verschwinden, sobald einmal die Lügen ausgesiebt sind. Auch dann habt ihr keine reine Weste. Aber das wäre auch nicht gerecht. Ich bin bereit, einen Schritt weiter zu gehen, wenn ihr bereit seid, mit mir zusammenzuarbeiten. Gebt mir einen Grund, euch auch nur ein Wort zu glauben. Ich habe die Berichte hier. Seht sie euch an. Behaltet sie, was immer euer Misstrauen zerstreut. Mein Angebot ist Immunität für vergangene Verbrechen, die echten, wenn ihr bereit seid, mir zu zeigen, dass ihr euch nicht vollständig dem Imperium verschrieben habt. Yun glaubte, ihr würdet mit einem Sith namens Tormund zusammenarbeiten. Stimmt das? Ja. Tormund hat mich geschickt, um ihm euren Kopf zu bringen. Das hatte ich befürchtet. Er benutzt uns, um sich zu profilieren. Tormund ist ein Monster. Seine Truppen haben Corellianer abgeschlachtet. Auf Raba'an hat er großflächig Wohnhäuser, Geschäftsgebäude und Krankenhäuser dem Erdboden gleichgemacht. So ein Mann darf nicht noch mehr Macht bekommen. Sorgen wir dafür, solange wir es noch können. Naja, wir hatten nicht gerade die Wahl, ob wir mit Tormund arbeiten wollen oder nicht. Das könnte unser Ausweg sein. Naja, und der Charakter, den ich hier spiele, die Klasse, also der, der Charakter, den ich spiele, das ist kein Imperialer aus Überzeugung. Es ist ein Kopfgeldjäger. Dumper, hallo. Moin. Wahrscheinlich würde ich auch die drei nehmen. Ne? Also das passt auch zu dem, zu der Person quasi, die ich hier spiele. Ne? Das ist kein Imperialer, sondern es ist halt einer, der das tut, was wofür er bezahlt wird. Hätte auch ohne weiteres auf Seiten der Republik sein können. Ja, ich denke, ne? Ein Söldner mit Gewissen, naja, zumindest ein Söldner mit Gewissen, naja. Mit dem Wissen, was der Unterschied zwischen Gut und Böse ist, sage ich mal, ne? Er hält sich nicht immer dran, aber er kann es zumindest unterscheiden, ne? Und außerdem, ich traue dem Tormund eigentlich auch wirklich nicht. Ich traue ihm wirklich nicht. Oder nicht wirklich, sagen wir mal so. Ich denke, außer... Naja, gut, es ist ohnehin die helle Wahl und es ist die richtige Wahl. Also die, auch die passende Wahl für den Charakter. Tormund hat uns schon zu lange gesagt, was wir tun sollen. Haltet euer Wort und Tormund wird verschwinden. Es wird Zeit, ihm zu zeigen, wer das Sagen hat. Ich verstehe das Risiko, das ihr eingeht. Danke. Der oberste Kanzler ist erledigt. Gut. Kommt zur Tyrant. Die Flotte wird eure Flucht sichern. Wir werden die imperiale Flotte angreifen. Aber ich werde das hier überleben müssen, um meinen Teil der Abmachung erfüllen zu können.
Wenn ihr die Tyrant irgendwie manövrierunfähig machen könnt, nachdem ihr Tormen erledigt habt, kümmern wir uns um den Rest. Was für ein merkwürdiger Twist. Aber ich habe sowieso geahnt, also ich hätte geahnt, dass es nicht ganz so simpel wird, ne? Die Tyrant wird euch keine Schwierigkeiten machen, Kanzler. Aber was für eine geile Geschichte, ne? Was für eine geile Geschichte. Also wie eine geile Sache, wie sich das jetzt hier entwickelt, ne? Benutze eine Rettungskapsel. So, okay. Ich dachte, wir hätten die alle kaputt gemacht. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Tormen noch zeigt, dass er uns gar nicht, quasi gar nicht belohnen wollte. Ob der Tormen, bevor wir ihn im Rücken fallen, noch uns in den Rücken fällt. Würde mich auch nicht wundern. Dip, 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 dip. Dip, dip. So. Sprech mit Darth Tormen. Dann sprechen wir mal. Wo ist er? Da. Ich spüre Rache und Genugtuung. Der Tod des obersten Kanzlers hat eure Leidenschaft entfacht. Kostet es aus. So erfahrt ihr zumindest einen Teil dessen, was einen Sith bewegt. Gebt mir jetzt das, worum ich euch bat. Nun. Ich fürchte, ihr müsst euch mit einem kleinen Rollenwechsel abfinden. Ich habe mehr von euch erwartet. Okay. Heldenmoment. Ich bin nicht nur zur Zierde da. Der Vermächtnis-Flammenwerfer. Ach geil. Jetzt habe ich sieben Sachen hier. Sieben Skills. Ich habe doch eine dazu gekriegt. Vermächtnis-Flammenwerfer. Tormen. Das habe ich wohl verdient. Manche Geschäfte hauen eben nicht hin. Es war ein Fehler, sich auf ein Werkzeug zu verlassen, so nützlich es auch war. Ich hätte den Meisterstreich selbst unternehmen sollen. Die Galaxis hätte gewusst, dass niemand vor mir sicher ist. Alle hätten sich vor mir niedergekauert oder wären verbrannt. Und der Rat der Sith hätte erlebt, wie man einen wahren Sieg erringt. Nicht mal ein Sith bekommt alles, was er will. Oh, das ging jetzt schnell. Ich hatte gar nicht gesehen, dass es da helle und dunkle Auswahl zu treffen gab, ne? Dann komme auf dein Schiff. Okay. Der Heldenmoment läuft noch fast eine Minute. Alles. Selbst Marco hat's gefallen. Ja, genau.
Jungs, alles wird gut. Bleibt ruhig an Bord. Alles ist gut, alles ist gut. Ich hatte gehofft, euch lebendig vorzufinden. Das war ganz schön knapp. Darth Tormen hatte nicht so viel Glück, nehme ich an. Er ist nur einem teuren Begräbnis entkommen. Gut. Wenigstens ist das erledigt. Vielleicht ist es das Beste, wenn ich mich aus der Politik zurückziehe. Nichts liegt meinen Idealen ferner, als Morde zu inszenieren. Nachdem ich so tief gesunken bin, hat es wohl keinen Sinn, meine Prinzipien weiter zu verfolgen. Die Wahrheit würde mehr Schaden anrichten, als Gutes bewirken. So. Was macht eigentlich meine Akte? Ihr werdet entlastet, wie ich es versprochen habe. Selbst wenn mein Stellvertreter die Rechtfertigung anzweifelt, wird es zu viele Umstände machen, das umzuwerfen. Ich schicke euch außerdem eine kleine Entschädigung für den Lohn, der euch entgangen ist. Es ist nicht viel, aber es gibt wichtigere Dinge als Stolz und Reichtum. Ich hoffe, ihr werdet auch in Zukunft ein solch gutes Urteilsvermögen zeigen. Ich bin eine gute Person, das passt ja eigentlich auch zu dem, was er tut. Also, was er für Entscheidungen trifft. Ich bin nicht gerade gesetzestreu, Kanzler, aber ich kenne den Unterschied zwischen richtig und falsch. Dieses Geschäft ist komisch. Die meisten Aufträge kommen von zwielichtigen Gestalten, die in der Regel am Ende des Tages von Leuten wie mir besucht werden. Sagen wir, ich habe nur meine Bürgerpflicht erfüllt. Ich glaube, das war die Geschichte. Manche Leute muss man einfach töten. Okay. Das war, glaube ich, die Klassengeschichte. Ja. Das war's. Das war's. Mal sehen, ob es jetzt das ganz war. Wir gucken nochmal, ob Marco noch etwas zum Thema Gefährten-Quests zu sagen hat. Das ist seltsam. Dass ich euch nicht schon ewig kenne, scheint mir einfach nicht möglich. Es ist für mich schwierig geworden, mich an ein Leben vor euch zu erinnern. Muss schlimm gewesen sein. Denkt besser nicht darüber nach. Ja, ziemlich traumatisch, all diese Jahre, die ich ohne euer Ego verbringen musste. Ich liebe euch, wisst ihr? Das habt ihr wahrscheinlich schon vermutet. Na klar, komm. Soll ich es auch sagen? Nur für dich? Ich liebe dich. Mann, ich wünschte, ich hätte eine Holoaufnahme davon gemacht. Heirate mich? Na, das geht jetzt vielleicht jetzt erstmal einen Schritt zu weit. Also, das einfach so zu sagen. Er ist immer ein Kopfgeldjäger. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gern würdest du heiraten? Nur eine Skala von 1 bis 10? Das reicht nicht annähernd aus. Die müsste mindestens bis 50 gehen. Ich glaube, sie will heiraten. Sie lebten glücklich, bis sie heiraten, genau. Machen wir es offiziell. Schön. Ja, schön. Also, schöner Abschluss. So ein bisschen James Bond-mäßig, ne? Gefährliche Quest am Ende. Übeln Schurken sozusagen überwunden und dann kriegt er auch das Mädchen, wie es so schön immer in Filmen heißt, ne? Prima. Ja, schön. So viel also zur Kopfgeldjäger-Geschichte, würde ich mal behaupten. Schauen wir mal, ob es jetzt auch ordentlich angezeigt wird. Ja, die Geschichte ist fertig.
Kopfgeldjäger-Geschichte fertig. Es fehlt nur noch einer. Den fangen wir heute noch an. Ich mache eine kurze Pause. Ich stoppe erstmal die Aufnahme. Vielen Dank, YouTube.